Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, wir machen, wie versprochen, Handel heute. Mit H. Handel mit H. Und dafür brauchen wir natürlich Zeugs zum Handeln. Ne? Ist ja klar. So, und dafür glaube ich mir jetzt mal die Sachen zusammen. Ein paar zumindest. Werte. Warte mal. Ich glaube, das behalte ich kurz über. Über auf. Ich brauche eigentlich noch was für unsere. Für unsere Billigsdorfer-Truhe, oder? Da habe ich aber nichts, Schatz. Ah. Vergiss es. So. Da tun wir das da mal weg. Tun wir das vielleicht horten. So wollte ich sagen, speichern, genau. Hä? So. Und dann würde ich sagen, wir öffnen gleich mal den Laden. Für Sale habe ich jetzt eigentlich nichts übrig, ist ja eh wurscht. Also gut. Und zack. Begrüße, Servus. Ich habe die Sämlinge, glaube ich, mit. Jawohl, Hammer. Wunderprächtig. Und da kommt auch schon der nächste Kunde. Sehr, sehr gut. Ja, nur die besten Sachen. Bitte greifen Sie zu. Jawohl, die freut sich schon mal. Gerne, auf Wiedersehen. So, was haben wir denn noch Schönes? Ich würde sagen, den Speer. Ich würde sagen, fangen wir mal an so mit 4000. Hm? Machen wir 5. So, das ist wahrscheinlich zu teuer. Werden wir gleich sehen. Dankeschön, gnädigste. So, was können wir denn hier? Haben wir hier schon einen Preis? Nein. Doch 300. Ah, das sind schon zwei. Ich Idiotin. Entschuldigung. Das sind schon zwei. Das habe ich jetzt verbockt. Gut, okay. Wollen wir es mal mit 1000, keine Ahnung. 200. Da freut sich wer, juhu. Da ist jemand sauer wegen einem Speer. Der ist mit 5000 zu teuer. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch 3000. Damit sie sich nicht da ins Höschen machen. Da können wir noch einen höher. So, und hier 1500 wissen wir nicht, ob das passt. Jo. Vielen Dank für den Einkauf. Einen Dieb scheinen wir noch nicht zu haben, glaube ich. Dankeschön. Ui, da ist er böse. Der Speer ist immer noch zu teuer. Mit seinen 3000. Bringen wir es mal mit 2. Rühmhammerplatz, ich würde sagen, gehen da wieder. So. Ui, Dom ist auch sauer. 5000 ist zu viel, dann machen wir 4. Der da drüben freut sich dafür. Dankeschön. Dann tun wir hier wieder rein, ich würde sagen, das Buch. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal mit 6000 verkauft, ne? Ich probiere es einmal. Dankeschön. Dankeschön. Oh, noch jemand. Dankeschön. So. Dann das Obst, würde ich sagen, wieder. Dann auch mal einen Trank. 2000. Da gehen wir mal auf 2500. Schauen wir mal. 59 lasse ich, glaube ich. Enttäuscht, weil es noch immer zu teuer ist. 2000 passt nicht. Gehen wir mal auf 1500. Ach, das ist auch ein Blödsinn. Ähm,
Ja, können wir echt das wieder machen, ne? 1000, was ist sehr zufrieden. Ich würde sagen, machen wir mal mit 1500. Und schauen wir mal. So. Ah, da ist schon wieder. Da ist mein Dieb. Wow. Hat eigentlich eh lang gebraucht. So, jetzt muss ich aufpassen. Und da haben wir schon. Nein! Tut mir leid, ich kann nichts machen, ich muss den Dieb aufhalten. Frechheit. So. Jetzt aber können wir es probieren. So. Da hat jemand ein Buchlein gekauft. Wie schön. 6000, das war ihm nicht zu teuer, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, hauen wir wieder das Obst rein. 2000, ich würde sagen, machen wir mal 2,5. So. Hier unten würde ich sagen, das hier und das hier. 700 ist sehr billig. Würde ich sagen, machen wir 1000. Und hier mit 500 wissen wir noch nicht. Ah, irgendwas ist noch immer zu teuer. Okay, der ist immer noch zu teuer. Machen wir es mal mit 1100. Ach, danke für den Einkauf. Da haben wir einen Helden. Ja, können wir das eigentlich wieder hinplatzieren, so. Ich hoffe nicht, dass das ein Dieb da unten ist. Der Kerl schaut komisch aus. Da ist einer. Der hat dich erwischt. So. Jawohl, ich komme schon. Da hat jemand sich für den Speer interessiert. Danke. So. Boah. Alter Schwede, ne? So. Die hier. 400 ist recht günstig. Ich würde sagen, wollen wir es mal mit 4. 24 oder soll ich mutig sein? Machen wir 4,25. So. Da hat wieder jemand ein Tränkelein gekauft. Da ist jemand erbost. Wegen dem hier. Ich glaube. Nehmen wir es dann doch lieber mit 300. Hoppala. So. Und das hier. So. Warte mal. Probieren wir es mit 1150. Hä? So. Okay, das ist zu teuer, das Obst. Dann würde ich sagen, so. Ah! Entschuldigung, ich bin schon wieder zu spät. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann machen wir hier das auch auf 300, 2300 runter. Zeige ich nur mal dieses Holz. Oh, der hat eine Anfrage. Ah, ich komme schon. Hallo. Was hättest du denn gern? Waldfrüchte. Ja. Hat das jetzt gegolten? Nein, ich glaube nicht. Da bin ich zu spät gekommen. Schade. Dann hätten wir die 5 Waldfrüchte schon gehabt. Hier, hätte ich sie rausgenommen. Schade. Egal. Wir haben doch im Schnitt nicht so schlecht verdient. Wow, der Trainingssperr doch für 1540. Nur nicht schlecht. 136.179 Goldmünzen haben wir heute verdient. Das kann man stehen lassen. So, wir brauchen Knolle. Heute ist der letzte Tag, dass wir die Knolle zusammenkriegen können. Ich glaube, ein bisschen, das wird knapp. Ich glaube, das wird knapp. Wir lernen jetzt mal ganz flott die Karotte unseren Rucksack aus. So. Ich fürchte, das wird ins Auge gehen. Schauen wir mal, ob das Portal noch steht. Das würde mich sehr freuen. So. Ja, Gott sei Dank, es steht noch. Nix wie rein in den guten Dungeon. So. Jetzt werden wir doch hier wohl ein paar Goldkisten anfinden. Mal kurz umsetzen. Also auf dem Sitz, ne? Werden wir doch ein paar Goldkisten finden und hoffen, dass da Knollen drinnen sind, die alten. Dann hätten wir den Job auch erledigt. Goldene Kisten müsste es normal ab Ebene 3 geben. Zumindest war das beim Golem-Dungeon, glaube ich, so. So.
Zack, zack, zack. Na, die halten schon ordentlich was aus. Zack. So, den hätten wir schon mal. Den hätten wir auch. Dann schauen wir uns weiter um. Ja, da noch schon die erste goldene Kiste. Den haben wir auch erledigt. Den haben wir auch erledigt. Ich bin vergiftet, das ist wunderprächtig. Den haben wir auch und den haben wir jetzt auch gleich. Sehr gut. Bitte sei nicht buggy. Ja, alte Knolle und noch dazu drei Stück. Passt, Auftrag ausgeführt. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erhältst. Das werden wir nicht riskieren. Das werden wir nicht riskieren, weil wir schicken diesen Gegenstand sofortigst nach Hause. So, das ist schon mal safe. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Wird blockiert. Das tun wir mal jetzt aber hier hin. Und du tust was kaputt machen wieder, ne? Ja. Die tun wir sicherheitshalber dahin und die Platteln hier so. Fertig. Sehr gut. Also Knollenauftrag haben wir auch schon erledigt. Super. Zwei hatten wir noch zu Hause. 2 plus 3 ist 5. Das brauchen wir. Aua, aua, aua. So. Da ist nichts mehr. Ehrlich? Ich will trotzdem probieren, ob wir hier unten was finden. Nein. So einfach kann es gehen, meine Lieben. Haben wir unseren Soul schon erfüllt. Zack. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal darüber. Machen wir es mal ein bisschen anders als sonst. Au. Au. Autschi. So, haben wir schon geschafft. So, gibt es hier irgendwas? Nein. Dann können wir weitergehen. Jawohl, was zum Heilen. Das kann man immer brauchen. Ach, da schwimmt was drin. Ist das normal? Okay. Zack, zack. Zack, zack. Den haben wir sauber ausgerottet. Echt. Zack, zack, zack. Zack. Super. Knochenmaxi, hast du was für uns? Eine Nachricht. Die merkwürdigen Farbvarianten der Wachen, das hatten wir schon. Au, natürlich laufe ich genau ins Gift, weil ich schlau bin. Was, das hatten wir auch. So, du Gauner, jetzt bist du dran. Den haben wir auch, sehr gut. Und du bist auch erledigt. Sehr gut. Das Ding schaut echt komisch aus, der Baum hier. Schau mal, ob es da unten was gibt. Nein, was? Dann gehen wir wieder. Bam, badam. Dann gehen wir es nochmal kurz heilen. Sehr gut. Und weiter geht's. Alter. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Damage gemacht. Das passt ja. Die Blätter hier sind auch sehr komisch. Na, hier ist wieder nichts. Ich glaube, jetzt bin ich im Bossraum gelandet. Oh oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe zu spät gemerkt, dass das ein Pfeil war. Oh Scheiße. Hallo. Ja, was kann die denn? Okay, das sind kleine Ads. Okay, das sind Ranken. Ich glaube, die Ads werden wir brauchen zum Zusammenschlagen. Zumindest glaube ich, dass wir die zusammenschlagen müssen, weil die uns immer fort in den Rücken schießen werden. Wow. Vor ihr... Aha, okay. Ich trinke gleich mal was. Okay. Trinke wieder was. Wer ist der Gegner zu erwarten? Ich glaube, die kriegen wir down. Tatsächlich. Coole Schuhe. Ja. Gut, der war mal nicht so schwer. Da fand ich den Golem-Typen schwerer.
Cool. Das heißt, wir dürfen den nächsten Dungeon betreten. Ja, so einfach kann's gehen. Also das finde ich jetzt echt cool. Wow. Okay, was haben wir hier? Geschichte 1. Geschichte 3. Geschichte 2, ne? Die hat man nicht, oder? Das Produkt unserer harten Arbeit. LF1. Und für eine Weile ging es uns gut. Wir hatten genug zu essen und es gab sogar wieder Wälder. Schön. Boah, ey, das ist echt nicht schlecht. Das war Flucheffekt aufheben, ne? Das werde ich jetzt einlösen, damit wir das hier stacken können. So. Schau nochmal, alte Knollen. Wir sind echt Glückspilze. Was ist das? Fleisch, Fraß, Mutae. Notiz. Vom Boss halt, ne? Indem wir einer Pflanze genug LF1 injizierten, hoffen wir, ein Gewächs zu kreieren, das eine ganze Stadt mit Früchten versorgen kann. Ja, wenn es uns nicht als Frucht benutzen würde, ne? Halt, die möchte ich behalten. Die, ja, die gehen wir her. Die verschrotten wir. Und zack. Passt, haben wir alles gelootet. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Dungeon verlassen. Ne? Ich darf hier nicht mehr raus, oder? Nein, darf ich nicht. Du, der Boss ging jetzt aber ganz schön einfach. Ui, da ist noch was. Das habe ich fast übersehen. Ist das. Aha. Dann werden wir selbstverständlich. Nein, wir werden das hier opfern. Und schauen mal, was das ist. Drei Stück sogar. Das stammt definitiv vom Boss, glaube ich. Fleisch, Fraß, Mutae. Ich hoffe, Samen. Okay. Samen, die der Waldwächter nach seiner Niederlage fallen ließ, sehen einzigartig aus. Ob aus ihnen irgendwas wächst? Na, wahrscheinlich Babys von ihm. Na schön. Ob man das gebrauchen kann, ist halt auch eine Frage, ne? Ich mache jetzt mal absichtlich noch dieses Kraut hier, also dieses Gestrüpp kaputt. Vielleicht ist da noch irgendwas drin für uns. Gott sei Dank haben wir die Waffe ge also modifiziert. Bist du deppert? Das wäre sonst echt ins Auge gegangen. Aber Glück im Unglück, wir haben die Knollen zusammen, das ist das Wichtigste. Und das heißt, wir können jetzt beruhigt nach Hause gehen. Eine Truhe habe ich jetzt nicht geöffnet, weil ich dummerweise in den Bossraum gegangen bin. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber trotzdem ist es keine schlechte Ausbeute, glaube ich. So. Und der zweite Schlüssel. Junge, erst besiegst du den Golem-König und jetzt den Waldwächter. Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Ich bin schon alt. Das kann ganz schnell passieren, mein Junge. Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Ja, besorgt und vermutlich auch unheimlich stolz. Oh ja. Ich kann ihn fast schon hören. Dass mein Enkel. Ja, ich meine, das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Genau. Uff. Die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Ja, ich bin etwas erkältet, weißt du? Ja, das Alter und so. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Ja, das ist ziemlich heiß. Also nimm was zu saufen mit. Genau. Dummköpfe. Wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Ja, das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Genau. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Bald ist er wieder genauso geschäftig, wie er früher einmal war. Ja. Man
man soll die Jugend ja nicht immer nur zusammenkacken, man muss sie auch ermutigen. Genau. Sehr gut, der Wüstentanschen ist offen. Unverhofft kommt oft, ne? Haben wir jetzt eigentlich genug Zaster, um unseren Shop auszubauen? Stufe 3. Geilo, das geht echt. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, wir werden unseren Laden erweitern. Wir kriegen jetzt da insgesamt eine Kiste mehr und wir kriegen zwei von diesen Vitrinen. Kriegen wir dazu, wie es ausschaut. Blick, plack, blick, plack, blick, plack. Was machst du da? Jawohl, wir kaufen uns den neuen Laden. Ja, bitte. Yeah. Jetzt haben wir einen luxuriösen Laden. Also da verpuffert man sein Geld doch wirklich gerne, oder? Super. Noch was geht? Aha, da geht noch was. Was denn? Stadt vielleicht? Tatsächlich! Jetzt haben wir zu wenig Kohle. Ein Bankier für 70.000 Goldmünzen. Du willst dein Geld für dich arbeiten lassen? Dann gib es in meine Hände und ich lasse es für dich auf Bäume wachsen. Gezeichneter Bankier, na super. Typisch Bank, ne? Fehlinvestierungen, dann tun sie auch noch mit Blüten arbeiten. Super ist das, ne? Schön, und das mit unserem Geld. Und was haben wir dann davon? Nix. Wir können Zinsen zahlen wie die Ludl und haben nix. Alter, ich schwöre, wenn ich mein Geld aufs Sparbuch lege, ich habe so viele Zinsen zu zahlen, vor allem aufs Online-Sparbuch, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile schon, glaube ich, 15 Euro Verlust gemacht, innerhalb von 3 Jahren. das muss man sich mal vorstellen, oder? Also, Handyman, ich hoffe, du bist zufrieden. Ich habe mich wirklich angestrengt. Dann schauen wir mal. Hallo? 30%, 70%. Wir haben eine Angestellte. Die hilft uns gegen Diebe. Hey Will, wenn du eine Pause brauchst, kann ich deine Gegenstände verkaufen. Ich erhalte 30% des Gewinns und du kannst Dungeons besuchen. Echt wahr? Nein, momentan noch nicht. Momentan nicht, sie bleibt wohl hoffentlich da stehen, dass wir sie öfters, wenn wir sie ansprechen. Geht das? Ja, das geht. Ich wollte gerade sagen, das ist cool. Das ist echt cool, weil da können wir uns wirklich auf die Dungeons konzentrieren. Und die gnädige Frau hier kümmert sich um unseren Laden. Inklusive die Befangen. Cool. Spendable Kunden werden wir wieder, denke ich mal, bevorzugen. Mehr Trinkgeld. Kann man hier noch was irgendwo? Da drüben, glaube ich, geht was, ne? Überkapazität. Maximale Besucher. Die Wartezeit erhöhen. Maximale Anzahl Besucher. Flinke Füße. Ich würde sagen, mehr Geduld auf jeden Fall, dass sie haben, weil ich bin ja zu schnell, weil vor allem ich die befangen muss. Platzieren da drüben. Da oben geht was, das freut mich sehr. Da hätte ich gerne mehr Leute. Da haben wir schon was, da geht was zum Aufhängen. Geschwindigkeit der Besucher, nein, ich möchte, dass noch mehr Leute kommen. Genau. Da drüben geht, glaube ich, eh noch nichts. Nein. Okay. Wie schaut's denn? Ich gehe mal kurz schauen, wie es mit unserem Inventar ausschaut. Das war jetzt echt mehr als erfolgreich, muss man schon sagen. Der war auch total einfach. Voll schockierend eigentlich. So, wir müssen jetzt sowieso handeln. Ne? In der Truhe ist nichts. Da haben wir die Sachen.
Ich nehme die jetzt. Ich wollte sagen, ich nehme die absichtlich raus. Und gebe sie drüben noch in die andere Kiste, um zu schauen, wie voll wir werden. So. Den Rest hauen wir wieder hier rein. Wobei, hier diese Sämlinge. Und hier das Obst, das kann ich ja schon mal mitnehmen. Da oben habe ich noch was drin. Ja, die Knolle. Ist hier noch was, halt, hier noch was drin? Ja. Schmeiße ich auch noch drüben rein. In der Hoffnung, dass das doch Platz hat. Die beiden nicht unbedingt, dann tun wir die beiden hier rein von mir aus. So. Auf jeden Fall muss ich schauen, dass wir jetzt die Knolle voll kriegen. Hier haben wir 5 Knollen und die 3 tue ich weg. Selbstverständlich werden wir die Bücher versuchen zu verkaufen. Auch das hier, das muss ich jetzt auch mal verkaufen. Stimmt, das können wir gleich in unsere Box geben. Das gehört natürlich auch verkauft. Das werden wir hergeben, das werden wir hergeben. Das gebe ich Box. Modifizierte Samen haben wir eigentlich genug, da könnte ich mir trauen, was herzugeben. Von dem gebe ich was her, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Box, aha, man hat keinen Platz mehr, ich mache mal die Sail, ach hier ist sie, das ist ja kein Mod. Brauche ich nicht mehr so weit hatschen, das ist super. Das, die Schwammis, das passt so. Ich habe keine Ahnung, was die wert sind. Ha, nicht du. Die da. Ich werde mal anfangen mit 100 Gold ein Stück. Ja, mal sehen. Dann können wir hier ausstellen. Einmal ein Buch. Und zweimal ein Buch. Da haben wir jetzt Geschichte 3. Da würde ich auch anfangen, so mit 6000, würde ich sagen. Auch hier 6000, da ist der Walddämon so leicht von der Hand ging. Da können wir eigentlich wunderbar mitnehmen. Jedes Mal wäre noch schon, dass wir den Golem öfters mitnehmen, oder? Würde sich, glaube ich, rentieren, ne? Dann könnte man dieses schöne Stück ausstellen. Ich würde aber sagen, das werden wir mal mit 10.000 probieren. Das Stück, oder? 20.000? Wollen wir es mit 20.000? Das ist ja doch was Besonderes. So, dann gehen wir nochmal schauen in unseren Laden. Habe ich jetzt die Knollen? Habe ich noch drinnen? Brav. Gut. Dann könnten wir mitnehmen. Mitnehmen. Das lasse ich noch. Mitnehmen, das lasse ich noch. Da nehme ich eines noch mit. Das ist für die Box. Für die Box. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Habe ich dann genug Wurzeln, falls ich 5 brauche? Ich meine, ist eh wurscht. Jetzt schaffen wir den Walddingens-Typen auch problemlos. Weißt du was, dann nehme ich, lasse ich eins zurück. Dann kann ich sowas da unten mal mitnehmen. Sowas. Botaniknotizen. Bin ich hier voll? Hier sind wir voll, das ist schön. Ach ja, hier können wir was noch hinplatzieren, ne? Spendable Kunden mehr Trinkgeld, auf alle Fälle. Was haben wir da? Verlängert die Öffnungszeiten. Vielen Besucher legt seine Zahlung ein großes Trinkgeld bei. Okay, einmal das und das große Trinkgeld. So. So. Schon besser. Dann Sale, da haben wir, glaube ich, noch was. Einmal. Ich glaube, die sind auch nicht wirklich was wert.
wird, glaube ich, so passen. Dann können wir nochmal rauf. Ich weiß, ich brauche schon wieder ewig und der Part ist auch schwer zu Ende. Dann werden wir einfach im nächsten Part dann wieder Handel treiben. Ne? Dann nehme ich das hier auch noch mit. Und... ja... Tränke habe ich keine gemacht, ist ja wurscht. Machen wir so. Gut. Ihr Lieben, dann bleibe ich mal hier stehen. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.